Es ist für mich eine große Ehre, mich heute hier im Parlament vorstellen zu dürfen. Mein beruflicher Werdegang hat hier 2001 als parlamentarischer Mitarbeiter des Obmanns für des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft, Georg Schwarzenberger, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihn noch jemand, begonnen, also vor 20 Jahren, über 20 Jahren. Mein politisches Engagement hat mich dann geführt über den ÖVP-Parlamentsclub, daher kennen mich viele, in das Finanz- und Wirtschaftsressort geführt und schließlich an die Spitze der bäuerlichen Interessensvertretung des Bauernbundes, wo ich in den letzten 5 Jahren mit großer Leidenschaft für unsere Bäuerinnen und Bauern arbeiten dürfe. Dass ich mich nun als Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft sowie Regionen, das werden meine künftigen Zuständigkeitsbereiche sein, einbringen darf, ist ein großes Privileg. Und dafür danke ich dem Bundeskanzler und den Koalitionspartner für das Vertrauen. Ich werde diese Aufgabe mit voller Demut und Freude annehmen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um kurz meine Ziele und Werte zu formulieren. Wie Sie wissen, ich bin ein Bauernsohn und Familienmensch. Die Landwirtschaft hat mich also seit frühester Kindheit geprägt. Und diese Erfahrungen werde ich natürlich auch ins Amt mit einbringen. Was meine ich damit kurz? Erstens, dass die Arbeit am Hof keine Arbeitszeiten oder Wochentage kennt. Arbeit fällt an und muss erledigt werden. Dass wir auf unsere Tiere schauen und ganz wesentlich, dass nur eine nachhaltige Wirtschaftsweise im Stall, auf den Feldern, auf den Wiesen, im Wald bis zu den Almen wirklich Zukunft sichert. Wenn wir zurückschauen auf die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, was den Bauern und der Landwirtschaft widerfahren ist, wir sehen, der Sektor ist einem enormen strukturellen und technologischen Wandel unterlegen und dieser Wandel muss begleitet werden. Es braucht Innovationen, es braucht Investitionen und es braucht ein hohes unternehmerisches Geschick zusätzlich zum agrarischen Fachwissen bei den Bäuerinnen und Bauern. Unsere Bäuerinnen und Bauern sind Profis, sonst würden sie nicht bestehen können. Der Klimawandel mit Trockenheit, Starkregen und Schädlingen, der Herr Bundespräsident hat es bei der Angelobung angesprochen, dem Borkenkäfer. Diese Dinge fordern uns enorm. Der Klimawandel trifft die Land- und Forstwirtschaft als erster und am härtesten und deswegen wollen wir auch Teil der Lösung sein. Hinzu kommt der steigende Anspruch der Gesellschaft und der Märkte im Hinblick auf Tier- und Umweltschutz. Gleichzeitig muss die Wettbewerbsfähigkeit steigen. Die Märkte sind gekennzeichnet durch hohe Preissensibilität bei Unternehmen und Konsumenten. Wer zu teuer ist, fliegt aus dem Regal. Nur Qualität gibt es eben nicht zum Nulltarif. Bei all meinen Funktionen, wenn ich das fokussiere, habe ich im Wesentlichen immer 2 Ziele verfolgt und ich möchte das auch in Zukunft so beibehalten. Das erste ist, unsere Bäuerinnen und Bauern bestmöglich durch diese Herausforderung begleiten. Um was zu erreichen, um eine qualitativ hochwertige Lebensmittelversorgung für unsere Bevölkerung zu sichern, denn nicht die Politik sichert die Lebensmittelversorgung, sondern unsere Bäuerinnen und Bauern. Ich möchte einen Wert ansprechen, der für mich ganz wesentlich ist in meiner Arbeit und dieser Wert führt mich zur ökosozialen Marktwirtschaft. Sie beschreibt den österreichischen Weg in der Landwirtschaft. Es ist ein von vielen bereits mittlerweile kopierter Weg. Die ökosoziale Marktwirtschaft ist mein Kompass für die Bewältigung aller Herausforderungen. Es geht immer um die Balance zwischen ökonomisch tragbar, ökologisch machbar und sozial ausgewogen. Wenn jede Maßnahme diesem Dreiklang entspricht, stellen wir die richtigen Weichen in eine nachhaltige Zukunft. Ökosozial wirtschaften heißt für mich vorausschauend arbeiten, die Vorteile regionaler Kreisläufe nützen, Produktion unter höchsten Standards in Österreich halten, statt Tierleid importieren. Wir stehen jetzt in der Halbzeit der Regierung. Wenn wir zurückblicken und das Regierungsprogramm betrachten beim Kapitel Land und Forstwirtschaft, so sehen wir, dass sehr, sehr viele Projekte und Maßnahmen bereits abgearbeitet worden sind. Ich möchte erwähnen, die intensiven Verhandlungen zur gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023. Wir werden morgen dazu die Gesetze beschließen
oder die ökosoziale Steuerreform bis hin zur Herkunftskennzeichnung. An dieser Stelle möchte ich auch einen Dank aussprechen an meine Vorgängerin, an Elisabeth Köstringer, für ihre jahrelange Arbeit, für ihren Einsatz und für ihre Leidenschaft, die sie mitgebracht hat in die Politik. Ja. Kurz zu meinen Schwerpunkten für die nächste Zeit, die mir ein Anliegen sind. Der Bundeskanzler hat es angesprochen, der Bundespräsident hat es angesprochen. Die Lebensmittelversorgungssicherheit hat einen enormen Stellenwert bekommen durch die Pandemie, durch den Angriffskrieg in der Ukraine. Und das hat die Lebensmittelversorgung in den Mittelpunkt gerückt. Wir sehen, die Preise für Energie, für Futtermittel, für Betriebsmittel sind enorm gestiegen und fordern unsere Betriebe. Allerdings derzeit, das muss man sagen, die Lebensmittelversorgung in Österreich ist gesichert. Wir haben einen hohen Eigenversorgungsgrad bei Grundnahrungsmitteln und meine Aufgabe wird es sein, dass das auch so bleibt. Zweites Thema. Es ist notwendig, dass wir das so halten, entlasten und Planungssicherheit für unsere Bäuerinnen und Bauern. Deswegen begrüßen wir das von der Bundesregierung angekündigte Paket. Die Details werden noch ausgearbeitet und werden demnächst vorgestellt. Dritter Punkt, Regionen fördern. Ich komme von Land, lebe in der Stadt, ich kenne die Vor- und Nachteile und es ist mir ein großes Anliegen, dass die Chancengleichheit zwischen Stadt und Land weiter verbessert werden. Zum Abschluss ganz kurz, wer mich kennt, weiß, ich lege auf eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe Wert. Selbstverständlich suche ich alle Gespräche mit den Parlamentsparteien, mit den Sozialpartnern. Besonders wichtig sind mir die Gespräche mit den Agrarsprecherinnen und Agrarsprechern. Und als ehemaliger Clubsekretär habe ich gelernt, wie die parlamentarische Arbeit funktioniert. Die Faszination für den Parlamentarismus ist mir geblieben. Ich habe inhaliert, das Parlament ist das Herz der Demokratie. Das werde ich hochhalten und schätzen und freue mich mit Ihnen auf eine gute Zusammenarbeit und auf viele gemeinsame Projekte. Herzlichen Dank.